Und wie schnell wirkt es? Die neue Medikation müsste sofort wirken, also Geduld. Der Vakutainer ist voll, ich muss ihn auswechseln. Ich glaube, es wirkt nicht. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Ich glaube, Sie haben sich wohl geirrt. Nicht sprechen. Na komm, beeil dich ein bisschen. Bin gleich soweit. Jetzt kann es laufen. Und Sie, Ufa. Zeitpunkt des Todes. Sie sehen schon besser aus. Stark ist tot. Was tun Sie da? Ich gehe zu unserem Patienten. Er ist tot. Tod ist keine Diagnose. Sie sollten das lieber nicht... Geben Sie mir meinen Stock. Jetzt sind wir wohl alle gefeuert. Soll ich mich auch selbst feuern? Zuerst war ich bei Strongyloides, dann habe ich an Krebs gedacht. Kommen Sie mal runter. Fertig. Eins, zwei... Wieso riefen Sie gerade mich? Wenn ich mir in die Hose gemacht hätte, hätte Wilson mich damit aufgezogen. Aber wieso keinen von den anderen? Sie haben immer ein Handy in der Tasche. Wir haben alle eins. Das ist nicht der Grund. Was dann? Wäre ich jetzt tot, wäre der Job weg gewesen. Ich wusste, dass Sie das verhindern. Sie trauen jemandem nicht zu, aus anderen Gründen zu helfen? Ich denke, jetzt weiß ich, wie es geht. Erst kommt der linke Fuß und dann der rechte. Ja, so wird's gehen. Was haben wir übersehen? Wenn wir das wüssten, wäre nicht tot. Und das war's? Sie geben einfach auf? Nein, wir sind geschlagen. Es ist gelaufen. Der Patient wurde mit Synkope aufgenommen. Wir dachten erst an Fadenwürmer und gaben Ivermectin. Danke. Und dem Patienten ging es etwas besser. Doch dann färbte sich sein Blut grün. Können wir, bevor wir eine akademische Erörterung beginnen, vielleicht die Leiche entfernen? Der Patient sprach nicht auf Antibiotika und Steroide an. Alles in Ordnung, Hoover? Was ist mit dem Hund? Er ist tot. Es gibt nur eine Handvoll Viren, die für eine Übertragung zwischen Mensch und Hund in Frage kommen. Aber vielleicht besteht auch kein Zusammenhang. Der Hund war schon sehr alt. Wenn der Hundehalter stirbt, gehen die Tiere meistens aus Treue zu ihrem Herrn mit. Haben Sie zugesehen, wie er die Pille nahm? Das Ivermectin, haben Sie es ihm in den Mund gesteckt und gesehen, wie er es geschluckt hat? Ich weiß nicht, ich denke schon. Was für ein Hund ist das? Ein English Shepherd. Er gehört zur Collie-Familie, nicht? Nicht wirklich. Aber auch Sie tragen das MDR-1-Gen. Ja. Und was passiert, wenn man einem Hund mit dem Gen Ivermectin verabreicht? Das tut keiner. Es wird zwar bei den meisten Hundearten gegen Herzwürmer eingesetzt, wäre aber tödlich, wenn... Schon mal gesehen? Ich schätze, als Sie den Becher das letzte Mal gesehen haben, waren noch keine Bissspuren drin. Ich hatte den Becher aufs Tablett gestellt, um Wasser zu holen. Als ich fragte, ob Sie gesehen haben, dass der Patient die Pille geschluckt hat, wäre die richtige Antwort nein gewesen. Bringen Sie ihn in die Pathologie runter. Wenn Sie aus der Therapie keinen Wettkampf gemacht hätten, wäre er nicht tot. Ich fühle mich schon besser, danke. Und ich soll Ihnen gegenüber Mitleid zeigen? Er ist tot.
weil der Arzt, der ihn behandelt hat, selbst im Bett lag, weil er irgend so ein idiotisches Messer in eine Steckdose gesteckt hat. Er ist tot, weil eine Ärztin einen Fehler gemacht hat. Sie war eine Idiotin. Sie sind ihr Boss? Sie tragen die Verantwortung. Als der Pathologe die Lunge aufgeschnitten hatte, sahen wir die Fadenwürmer. Finden Sie es fair, dass ich alle anderen Mitglieder Ihres Teams gefeuert habe, obwohl Sie die richtige Diagnose gestellt hatten? Ich spiele es immer wieder in meinem Kopf durch. Habe ich den Pillenbehälter fallen lassen, als ich ihn hingestellt hatte? Oder habe ich ihn umgestoßen, als ich weggegangen bin? Sie wissen, er wäre noch am Leben. Sein Hund ebenso. Ich weiß. Aufgrund einer Fehlannahme wurden wir zum Handeln gezwungen. Ich weiß. Und zwar für alles, was sich darauf aufgebaut hat. Jeder Test, jede Theorie, jede Therapie. Ich weiß, vergessen Sie die Vorwürfe und feuern Sie mich endlich. Wenn ich jemand rausschmeiße, mache ich ihm keine Vorwürfe. Ich weiß, dass Ihnen so etwas nie wieder passieren wird. Das ist das Ende.